Omerta, 1933. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er hat uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Ach, weißt du, was getan werden muss? Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Dann gehen wir mal zu Enzo und sprechen mit ihm. Wenn die Feds diese Bücher kriegen, legen wir auf. Tommy. Ja? Wie viele haben wir schon? 7 von 20. Harte Zeit, das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an. Aber gib ihm nichts. Ich hab hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. Eine Pumpgun. Oder Schrotflinte. Sieht Frank eine Lupara, weiß er Bescheid. Alte Schule. And now for the latest news. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship USS Akron. The Akron was destroyed in a violent thunderstorm off the New Jersey coast Tuesday morning, with the loss of 73. Das ist auch ein geiler Oldtimer hier. Finde ich auch sehr nice. Stands as the worst aviation accident on record. Yesterday, one of the survivors, Lieutenant Commander Herbert B. Wiley, spoke to Chinatown. A brief account of the tragedy. He also spoke of the survivors' rescue by the German tanker, Phoebus. President Roosevelt has described the loss of the Akron as a national disaster. The nation. We will bring you more of the disaster and the nation's search as we see it. Thank you for listening. We return now to our scheduled. Oh,
was ist los? Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay. Danke. Immer ein Vergnügen, Tommy. Dann auf zu Tony. Oder Little Tony. Diese Leute, die mit ihren Geschäftsbüchern herum. Ist alles okay? Tom? Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oakhill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Tom, was ist los? Keine Ahnung, was los ist. Keine Ahnung. Achso, wir haben was vergessen. Eins von 20 gesammelt. Ja, wie viele gibt's denn davon? Von diesen Stickern. So, wir müssen auf die Brücke. Und diese Säulen vermisse ich hier auch, Alter. Ich sehe nicht eine Säule mehr von früher. Und die ganze Werbung immer drauf war, Alter. Das war so schön gewesen. Ich habe immer die ganze Werbung davon gesehen.
toll. Bullen sind hinter mir her. Gar nicht gesehen. Hallo! Wir brauchen Hilfe! Kollegen in der Innenstadt. Da fährt jemand wie ein Wahnsinniger. Hier ist es wohl. Verfolgen wir mal Frank. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. Wohin bringen sie dich wohl? Ja, guck mal, wegen dir, Behinderte, hat er mich fast gesehen, Alter. Zu irgendeinem Treffen sein.
Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank? Ja, da versucht man sich die ganze Zeit darauf zu konzentrieren, dass man nicht gesehen wird, aber das Auge ist da. Das Auge ist da. Sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut. Diese Leute, das FBI? So ein Typ hat mir eine Marke gezeigt und mich rausgeholt. Ist er da? Die Maschine, die Sie nehmen, gehört Don Morello. Ganz sicher. Der Chef meinte, wir sollten hier vorsichtig sein. Sorgt geklungen. Muss einen anderen Weg suchen. Oh, Scheiße. Was macht er? Oh ja, ich habe hier ein Problem. Kann nicht durch, Scheiße. Wir sollten es dort versuchen. Wir wollen scheinbar alle dasselbe. Aber ich handle wirklich nicht gerne mit diesen Leuten. Okay.
sollten es dort versuchen. Mir haben sie nichts gesagt. Morello hat nicht das Rückgrat, sich zu zeigen. Wegen einer Ratte wie dir. Steig in den Wagen. Und wie geht's weiter? Wenn Morello uns die Bücher gibt, nehmen unsere Prüfer sie haarklein unter die Lupe. Klar, wurde er befehlt. Ja, aber machen Salieris Leute sich nicht aus dem Staub, bis wir fertig sind? Darum nehmen wir sie mit und decken sie mit erfundenen Anschuldigungen. Lasst ihn nicht durch! Vorrücken! Da! Hab ich dich jetzt! Steig ein! Alle zusammen! Steig doch ein! Er steigt nicht ein, Alter. Ja, super Sichtfall! Ich hab das voll vergessen. Oh mein Gott, jetzt schon wieder dieselbe Scheiße, Mann. Ich hab auch total falsch angefangen, ne? So, dann machen wir mal weiter. Okay. Kann man da durch? Ich weiß, wie lange gesehen.
Hätte ich doch nur ein Scharfschützengerät. Wäre das Ganze doch kein Problem mehr gewesen. Guckt er weiter hier hin, oder was? Kann man da nicht irgendwie so einen Lockvogel machen oder so? Morello bringt ihn in sein Flugzeug und dann. Er hat noch Molotow-Cocktails ohne Ende. Okay, wir sind hier. Das heißt, man kann hier außenrum nur gehen, während hier die ganzen Wachleute sind. Also hier ist gesperrt. Also hier ist gesperrt und hier ist gesperrt. Okay. Das heißt, wir müssen weiter nach außen. Rechte Flanke. So. So, was war damals? Ist aber sehr, sehr, sehr leerer Flughafen. Natürlich hat man auch zu der Zeit nicht so viel. Hä? Wieso kann ich nicht von dahin gehen? Ja toll, da muss ich ja kämpfen. Steckst du in Schwierigkeiten?
sie auch Capone gekriegt. Und nun ist auch Ennio Salieri dran. Heute ist ein guter Tag, mein Freund. Okay, da sind zwei. Und da sind zwei. Das FBI übergibt Coletti. Morello bringt ihn in sein Flugzeug und dann zwingen diese Geschäftsbücher Salieri in die Knie. Morellos Maschine wartet auf Coletti in einem der Hangars. Schau da drüben nach. Ich hoffe, wir können das jetzt hier kriegen. Nächstes Mal kann er. Ach du Scheiße, da sind ja Hundertschaften. Schnell rein da, anders geht's nicht. Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben.
und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, March! Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gott verdammt, Frank. Achso, er hat die Bitte. Ah, okay, vielleicht. Ja, vielleicht checkt man das dann. Ah, keine Ahnung. Okay. Hallo? Ja, wir brauchen sofort Hilfe. Wagen in der Nähe von North Park, Unfall gemeldet. Ein. Guten Tag, Sir. Wo sind bitte die Schießfächer? Bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Eine altmodernische Bank. Wie lange wird es dauern? Oder Polizeipräsidium, keine Ahnung. Was auch immer. Toller Tag, was? Aha. Ich hoffe, du bleibst anständig. Alter Maul. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte folgen Sie mir. Eines Tages irgendwann mal mein V-Glas auch da rein tun. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet.
schön aus. Machst meine Jungs nervös, Marco? Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Enyo. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Omerta. Kapitel abgeschlossen. Freunde, das war's mit der Folge. Es war ein bisschen kompliziert, aber ich habe es mir am Ende selber kompliziert gemacht. Und von daher haben wir jetzt auch Frank aus der Dingen geholt. Ja, auf jeden Fall war's das mit der Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr neu seid. Würde ich sagen, macht's gut. Euer Khalid ist draußen und ciao.